Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach Spiel 4 in dieser Best of 7 Viertelfinalserie. Die Panther unterliegen heute vor fast ausverkauftem Haus mit 2-5. Ich darf Ihnen vorstellen, zu meiner linken Gästecoach Rick Aduono und zu meiner rechten, wie immer, Panther-Coach Rick Nesheim. Wir beginnen mit dem Statement der Gäste. Guten Abend zusammen. Meine Mannschaft haben gut gespielt heute und they played for each other. And again, we're up against a tough Ingolstadt team, and we still have a ways to go, but we just need to prepare now for the next game in our building, and we certainly need the support of our fans. So proud of the way the team played, and we just need to get ready for the next game. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Rick Aduono. Er sagt, er ist sehr zufrieden mit dieser Leistung gegen starke Ingolstädter Mannschaft, eine schwer zu spielende Ingolstädter Mannschaft. Und jetzt ja, müssen sie sich vorbereiten auf das nächste Spiel am Donnerstag dann in Krefeld. Vielen Dank für das Statement. Rick, dein Statement zum Spiel bitte. Guten Abend zusammen. Du hast gesehen heute die beste Auswärtsmannschaft, wie sie spielen. Warten auf unsere Fehler und das haben sie heute öfters gemacht. Sie haben, ich glaube, 2 Tore geschossen auf unsere Fehler und Kontochance. Und sie macht es schwer für uns, zum Torschießen zu kommen, weil sie spielen so gut defensiv mit einem guten Backcheck. Und heute haben sie verdient gewonnen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir müssen 3 Spiele gewinnen. Das wird schwierig. Und wir würden alles geben. Danke. Ja, vielen Dank, Rick Nesheim. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Dann geht es weiter in dieser Serie mit Spiel 5 in Krefeld und danach hoffentlich am Samstag um 17:30 Uhr wieder hier in der Saturn Arena. Bis dahin, eine schöne Zeit.